Guten Tag, ich grüße Sie. Wir sind noch beim vierten Schritt, bei der vierten Stufe, mit der Akzeptanz beginnt die Angstbefreiung. Mit der Übernahme der Verantwortung für mein Leben habe ich dieses in die eigene Hand genommen. Ich darf mich beglückwünschen. Wenn diese neue Akzeptanz der Verantwortung für mich selbst zu meiner Lebensbasis geworden ist, kann ich daran gehen, das zu verändern, was ich verändern kann, verändern soll, verändern muss. Möglichst befreit von Illusionen und irrealen Vorstellungen kann ich mit wachem Geist daran gehen, ungesunde Sachverhalte zu beheben, in mir und um mich. Zur Erkenntnis der Wirklichkeit und zur Umsetzung des Erkannten in Handeln brauche ich einen besonders klaren, möglichst durch nichts getrübten Blick. Diesen kann ich nicht haben, wenn ich mich von Massenmedien leiten lasse, wenn ich eine Glaubensrichtung für die allein richtige halte. Diese Glaubensrichtung kann natürlich auch die offizielle Wissenschaft sein, die ich nicht hinterfrage. Alles, was meinen Geist einengt, sind Drogen, die mein Wahrnehmungsvermögen herabsetzen, auch starke Medikamente. Auch übermäßiges Arbeiten kann zur Droge des Vergessenwollens werden. Weiß ich, dass ich frei werde, wenn ich mich und meine Lebensrolle bis zu diesem Augenblick akzeptiere? Aber will ich überhaupt frei werden? Das sollte ich mich ganz tief fragen, denn dieser Wille muss tatsächlich und brennend stark vorhanden sein. Will ich frei von Konditionierungen und von Fremdbestimmung sein? Ja? Ja, dann lösen sich innere Spannungen und die unguten Grundmuster von Zorn, von Gier, von Aggression auf. Irreales Verhalten aller Art wird erkannt, auch wenn es versteckt ist, unter welchem Deckmantel auch immer. Freiheit erzeugt Versöhnung. Diese bringt Entspannung und macht froh. Wenn ich weiß, dass ich kein anderer sein kann als der ich jetzt bin, aufs Tüpfelchen genau, dann muss ich mich auch nicht mehr verstellen. Nie mehr. Ich bin frei. Kann frei atmen, frei denken, frei reden, frei handeln. Will mich jemand in sein Problem verwickeln? Erkenne ich dies schon von Weitem und umgehe es. Niemand kann mich mehr in seine Unklarheit des Lebens hineinziehen. Die weit verbreitete Angst vor der Freiheit, die so tief verwurzelt ist, diese Angst vor der Verantwortung, entschwindet mit allen anderen irrealen Ängsten. Und mit ihrem Verschwinden genieße ich eine nie gekannte Lust zu leben. Es gilt natürlich, die Verstecke zu finden, in welche ich die Angst vor der Freiheit gesteckt habe. Ist die Angst entdeckt? Ist sie erkannt und benannt? Dann ist sie besiegt.
Ich besiege meine Angst, aus der Geborgenheit der Gesellschaft herauszufallen, isoliert zu werden und somit einsam und alleine dazustehen. Ich besiege die Angst vor Verlust. Ich kann mich jetzt durchsetzen und nehme nicht mehr alles hin. Mit der Annahme der Verantwortung über mich bin ich erwachsen geworden. Habe ich die Kraft, kein Objekt mehr für andere zu sein? Kenne ich das Zauberwort Nein? Habe ich den Mut, es anzuwenden? Kann ich den Zaubersatz sagen? Ich möchte dies nicht. Ohne eine andere Begründung als die, weil ich es nicht möchte. Ich fühle mich nicht mehr schuldig, wenn ich an meine Bedürfnisse zuerst denke. Nein. Ich besiege meine Angst, die sich in der Distanz zu anderen Menschen ausdrückt. Ich verringere meinen Abstand zu ihnen. Ich lasse sie mir nahe kommen. Kann ich lernen, dass menschliche Nähe und Zuwendung etwas Wunderbares sein kann? Ich besiege meine Angst, durch Nähe in Abhängigkeiten geraten zu können und gebe meine selbstgewählte Isolation auf. Ich weiß, dass mir Gefühle fehlen und suche sie deshalb. Habe ich den Mut, meine Gefühle auszudrücken und sie gar mitzuteilen? Kann ich meinen Spott besiegen, meinen Zynismus und das ewige Besserwissen? Erkenne ich, dass dieser Hochmut nur die eigene Schwäche überdecken soll? Ich beginne, meine zu kurz gekommenen Gefühle auszudrücken und bin glücklich darüber, mich öffnen zu können. Ich besiege die Angst über mein kurzes Dasein, über den Tod, über die Vergänglichkeit. Ich lebe nicht mehr so, als würde ich auf diesem Planeten ewig leben können. Kann ich das akzeptieren? Akzeptieren, dass alles vergänglich ist, dass nichts bleiben wird? Auch ich nicht? Bin ich offen für Neues, für Ungewohntes? Gelingt es mir, meinen Willen auch manchmal hinten anzustellen? Ich will nicht mehr alles im Griff haben. Und lasse auch mal 5 gerade sein, ohne mich zu erregen. Ich akzeptiere, dass Dinge auch ohne mein Zutun funktionieren. Ich versuche, meine Gewohnheiten einmal zu durchbrechen und mache etwas gänzlich anderes. Auch meine Grundsätze, meine Lebensregeln, meine Glaubensvorstellungen überprüfe ich dahingehend, ob sie tatsächlich aus mir selbst kommen. Ich versuche, mich in das Schwingen des Lebens fallen zu lassen, ohne Rückversicherung, ohne vorausgeplante Sicherheit. Ich besiege die Angst, ständig von anderen eingeengt zu werden. Kann ich erkennen, dass es grenzenlose Freiheit nicht geben kann? Dass meine Freiheit, die ich mir erlaube, auf Kosten anderer Menschen geht? Kann ich erkennen, dass ich als soziales Wesen Regeln zu akzeptieren habe
und nicht immer alles in meinem Sinne verändern kann und darf? Ich lerne, dass Beständigkeit und Verlässlichkeit wichtige Lebensfaktoren sind. Ich arbeite daran, Zusagen einzuhalten und verbindlich zu handeln. Ich halte die Spannung aus, die entsteht, wenn Bedürfnisse nicht befriedigt werden können, und übe mich immer öfter im Alleinsein. Ich lerne, dass die Welt nicht so ist, wie ich sie mir wünsche. Auch Krankheit ist da kein rettender Ausweg. Indem ich mein tatsächliches Ich finde, kann ich allmählich auf alle Rollen verzichten, die ich bis jetzt gespielt habe. Ich danke Ihnen.